Filmst du schon? Ja, selbstverständlich. Königsberger Klopse, heute hier auf unserem YouTube-Channel iVegan. Warum? Weil ich mega Bock hatte auf Königsberger Klopse und weil das hier euer Leben verändern wird. Das, wie so viele andere Rezepte auch. Ich meine, guck mich an. Würden die nicht schmecken, würde ich nicht so aussehen. Und das kochen wir heute. Aber erst tun wir abonnieren, Glocke bimmeln, kommentieren, teilen, liken, disliken, euren Freunden oder euren Familien das zeigen. Von mir aus auch nachkochen. Boah, macht, was ihr wollt. Denn heute gibt es Königsberger Klopse und wir wollen jetzt gar nicht so viel reden, weil ich habe Hunger. Und wie immer nach dem Intro geht's jetzt los mit der Zubereitung, weil ohne Zubereitung gibt's nichts zu essen. Gut. Zuerst nehmen wir unser pflanzliches Hackfleisch. Dann nehme ich schon fertiges, weil ich habe gemerkt, dass zum Anrühren, das wird nie meistens so wie Hackbällchen. Also das kann man auch essen, esse ich auch, aber das gefällt mir besser nachher im zubereiteten Zustand. Und das tun wir erstmal ein bisschen würzen. Ihr könnt das aber auch so lassen, wie es ist. Das liegt ganz bei euch. Ich würze lieber nochmal nach. Dann formen wir kleine süße Hackbällchen und dann nehmen wir uns eine Pfanne. Und in die Pfanne geben wir ein bisschen Öl oder ein bisschen pflanzliche Margarine rein. Und dann braten wir unsere kleinen Hackbällchen, bis sie fertig sind. Und dann holen wir die aus der Pfanne raus und lassen die einfach mal beiseite stehen. Weil die brauchen wir jetzt erstmal nicht. Soweit Zucker? Jawohl. Guti. Aber wenn dann die Hackbällchen aus der Pfanne draußen sind, dann machen wir die Soße. Weil eine Königsberger Klopse ohne Soße, da fehlt ja Königsberger. Was ist das eigentlich? Warum Königsberger? Keine Ahnung. Komische Welt. Wir tun auf jeden Fall dann unser, boah, was sind das? Mehl, Sahne, Wasser, Gewürze, Kapern. Kapern optional. Also ich esse die auch nicht. Ich tue die vom Verzehr auch wieder raus, weil ich finde die schon ein bisschen räudig. Aber die geben irgendwie der Soße dann doch irgendwie das gewisse Etwas. Deswegen koche ich die immer mal kurz mit. Auf jeden Fall, das tun wir in den Topf oder in eine Bratpfanne und fangen an, das Sößle zu machen. Und während das am Kochen ist, fangen wir auch an und kochen unseren Reis. Den kochen wir nicht schon vorher, weil den will ich frisch, den will ich heiß, den will ich frisch, heiß und lecker haben. Ja, und während der Reis kocht und wenn die Soße auch schon kocht, dann geben wir nochmal die kleinen Frikadellen hinzu und lassen die auch nochmal in der Soße heiß werden. Und dann pulen wir uns die Kapern raus. Also ihr könnt die auch drin lassen, ihr könnt die aber, wie gesagt, ganz schon verzichten, das ist völlig Latte. Und dann ist das Essen auch schon wieder fertig. Das ist unglaublich. Wenn das Essen doch wenigstens so schnell fertig werden würde, hier, so wie ich das hier erzähle. Das wäre zauberhaft. Dann gäbe es hier nur reichliches Essen auf dem Tisch. Ja, wir sehen uns dann gleich wieder mit dem fertigen Teller. Und das, meine veganen Feldmäuse, ist Königsberger Klopse nach meiner Art. Ist lecker, würde ich sagen. Ich gehe davon aus, dass das richtig gut wieder schmecken wird, weil das ist ja ein bekanntes Rezept. Was ich eben noch vergessen habe zu erwähnen, ist, dass wir, da wir dieses fertige Hackfleisch genommen haben und das sehr trocken war, mit Senf noch ein bisschen gebunden haben. Könnt ihr aber machen, wie ihr wollt. Ich meine, ihr habt ja selber Hände, ihr wisst ja, wie sich das anfühlt. Und da wird schon irgendwie hinhauen. Gelle? Yes. Alles klar. Und damit wünsche ich gutes Gelingen, viel Spaß und ich wünsche einen guten Appetit.